Ja, und es geht weiter, beziehungsweise es geht los mit einer Analyse zu Digimon Savers, beziehungsweise Data Squad, wie es bei uns heißt. Vorher möchte ich mich natürlich noch bei allen bedanken, die meine Videos gucken und die Kommentare schreiben oder eben auch einen Daumen hoch geben. Ich hätte nie gedacht, dass es so viele Leute gibt, die das interessiert, als ich damals mit Adventure angefangen habe. Ich habe einfach gedacht, das ist eine nette Idee, ich mache einfach. Aber wäre die Resonanz nicht doch so groß gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich nach Tamers aufgehört. Und da finde ich es toll, dass wir jetzt schon bei der 5. Staffel sind. Und ich hoffe, dass es auch Leute gibt, die auch bei der 5. Staffel wieder fleißig zuschauen und hier und da einen Kommentar schreiben. Finde ich natürlich auch ganz toll, muss man nicht immer und man hat auch nicht immer was zu schreiben. Wurde ja jetzt in letzter Zeit bei Frontier ein bisschen ruhiger, aber die letzten Folgen sind ja auch ein bisschen, naja, langweilig, sage ich jetzt mal. Nun gut, fangen wir an mit Folge 2. Folge 1 gibt es ja schon seit längerem auf meinem Kanal. Ein neues Familienmitglied. Vorweg. Ich werde wahrscheinlich überwiegend die japanischen Originalnamen benutzen, weil ich Savers das erste Mal auf Japanisch gesehen habe und deswegen an die Namen gewöhnt bin. Das heißt, nicht Markus, sondern Masaru, nicht Thomas, sondern Toma. Yoshino ist ja klar, die wird ja nur ab und an Yoshi genannt und dann auch nicht Kenan, sondern Ikdu. Und auch vor allen Dingen, weil ich die Namen etwas besser finde. Sollte euch das doch irgendwie stören, gut, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann werde ich eben Markus, Thomas und Kenan nehmen. Ja, bleibt mir dann ja nichts anderes übrig. Also gut. Die Folge beginnt halt damit, dass Yoshino, Masaru und Agumon zu der DATS bringt. Im Japanischen heißt es Darts, aber das klingt so ganz ausgesprochen irgendwie komisch, also sage ich DATS. Und sie wollen halt Agumon wieder zurück in die Digi-Welt schicken. Daraufhin sieht Masaru halt das Digi-Ei von Kokatorimon und das ist auch der einzige Rückblick in dieser Folge. Er erinnert sich dann auch an Kokatorimon und das war's. Finde ich gut, das zeigt eben, dass Savers eigentlich schon für ein etwas älteres Publikum war, weil da ging man wohl davon aus, ja, dass die schon innerhalb von einer Woche immer noch wissen, was in der vorigen Folge passiert ist. Und da haben wir jetzt keine Zeit verschwendet mit so einem 20, 30 Sekunden Rückblick oder wie im Falle von Frontier ein 1 Minuten Rückblick. Das finde ich eigentlich ganz angenehm und das bleibt auch bei Savers ziemlich lange so, beziehungsweise es passiert oft so, dass wir keinen gezielten Rückblick haben. Nun ja. Masaru beschwert sich dann erstmal, dass die ja auch alle Digimon haben. Dann kommt aber Lalamon mit einem Totschlagargument und sagt, also Polizei, die einen Raser verfolgt, die muss ja auch schneller fahren, ne? Und deswegen kann man das nicht vergleichen. Daraufhin sagt er, ja, das stimmt schon irgendwie. Und dann sagt er nichts mehr. Aber er will nicht, dass Agumon zurückgeht, weil immerhin haben sie sich ja angefreundet. Und dann ist es halt so, dass das Kamemon, den Namen erfahren wir noch nicht, aber der Schildkröten-Digimon da mit einer Kanne Tee rumläuft. Und Masaru tritt das dann weg und dann haben wir da überall Dampf. Jetzt ist natürlich die Frage, verdammt, wie heiß war dieses Wasser? Das war doch wohl für Tee. Vielleicht war es sogar Tee. Aber wer trinkt denn so heißen Tee? Also ich nicht und eigentlich Miki und Megumi bestimmt auch nicht. Vielleicht die Paunchesmon. Wer weiß das schon? Naja, jedenfalls konnte Masaru mit Agumon dann entkommen. Dann denkt man ein bisschen auch an Tamers, weil Agumon in einem Pappkarton steckt. Hat ja Takato mit Gilmon auch gemacht. Und dann hat er ihn halt zu Hause. Da frisst Agumon dann erstmal Chips und so alles, wo sich Masaru noch wundert, weil Yoshino meinte, Digimon essen nur bestimmtes Essen, aber Agumon frisst alles. Dann kommt seine Mutter und er versteckt Agumon erstmal im Schrank und sie fragt, wo er denn die ganze Nacht über gewesen sei und so. Ja, finde ich gut, dass wir die Mutter kennenlernen. Die heißt natürlich bei uns Sarah, im Original ist er Yuri. Die geht dann kurz raus, dann kommt sie nochmal rein. Agumon wurde natürlich auf dem Balkon versteckt und sie sagt, ja, Masaru soll halt nicht lügen und sie haben sich ja geschworen, dass die drei immer die Wahrheit sagen, seitdem der Vater nicht mehr da ist. Das finde ich eigentlich auch interessant. Wir wissen, er hat einen Vater, der ist aber nicht da. Und drei, denkt dann Agumon und dann taucht eben Christi auf, beziehungsweise ich nenne sie ja Chika, Originalname. Und ja, die erschreckt sich dann, er flüchtet aufs Dach, sie sagt, da war eine große Eidechse und die Mutter meint, das muss eine Uma gewesen sein, also eine unbekannte Lebensform. Und ja, dann hört man auf dem Dach so ein bisschen Krach, weil da auch eine Katze war und Masaru will danach gucken und dann fällt Agumon eben, ach ja, gegen ihn gegen und beide fallen runter. Katze landet natürlich auf allen vier Pfoten und Yoshino möchte dann eben das Gedächtnis anfangen zu löschen. Darf sie natürlich nicht, sie soll ja da bleiben und die überwachen. Ich finde es jetzt natürlich interessant, dass Masaru das gut weggesteckt hat, aber man muss sagen, obwohl er ja vom Balkon gefallen ist und Agumon auf ihn drauf, er ist ja dann auch auf Agumon gelandet. Der ist ja ein bisschen weicher, weil er ja so einen dicken Bauch hat. Und irgendwer hat ihn dann auch ins Bett getragen, weil er halt K.O. war. Hier ist jetzt natürlich die Sache im Original und man sieht es auch vom Gesicht. Da hat er sich den Rücken gerieben und hat halt Geräusche gemacht, weil das geschmerzt hat. Das macht er bei uns nicht, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen dämlich, weil, naja, wahrscheinlich hat RTL2 einfach ein bisschen Kosten gespart, weil ja jeder Satz, jedes Wort und jedes Geräusch kostet halt Geld. Dafür muss jeder Sprecher bezahlt werden für jedes kleine bisschen und RTL2 hat ja Kosten gespart und das dann einfach weggelassen. Naja, natürlich.
kann man solche Geräusche mal vergessen, aber ich glaube nicht, dass das hier der Fall war. Nun ja, jedenfalls läuft er dann runter. Agumon ist dann natürlich da, Yoshino auch. Dass die Mutter Agumon relativ easy annimmt, kann ich verstehen. Erstens ist Yoshino da, die wird das Ganze erklärt haben und die Mutter wird das dann so hingenommen haben. Außerdem wissen, also erfahren wir später ja auch das mit ihrem Mann und mit der DATS. Und daher ist das okay. Dass aber Chika das so hinnimmt, naja klar, Agumon sieht ja niedlich aus, ne, so zumindest im Anime-Style, aber wenn man sich jetzt vorstellt, man wäre so ein kleines 10-jähriges Mädchen und vor einem steht so eine Echse und das so in echt und die ist genauso groß. Also ich glaube, es würde man nicht einfach so hinnehmen. Masaru beschwert sich dann, dass Yoshino da ist. Sie wollte ja eigentlich gehen, aber naja, der Chef halt, Samson, beziehungsweise ich nenne ihn Satsuma, weil er ja so im Original heißt, hatte aber den Befehl gegeben, dass sie da bleiben und auf die beiden aufpassen sollte. Masaru hatte auch sein Digivice nämlich verloren bei der DATS. Daraufhin hat Yoshino ihm das auch gegeben. Und ja, dann darf sie auch bei denen übernachten und schläft bei Masaru im Bett. Klar, es ist ja vollkommen nett, dass sie im Bett schlafen darf und er auf dem Boden, weil sie ist ja das Mädchen, er ist der Junge, aber wenn ich er wäre, ich hätte das irgendwie nicht so gerne gehabt, weil ich kenne sie kaum, warum darf die in meinem Bett pennen? Das ist natürlich auch wieder eine Sache, die ein bisschen blöd war. Eigentlich war das nämlich so, dass Yoshino und Agumon im Schlaf geredet haben und daraufhin hat er sich im Original eigentlich beschwert, dass man bei dem Krach nicht schlafen könne. Nachvollziehbar. Am nächsten Tag geht er in die Schule. Und ja, dann bleibt er in der Grundschule seiner Schwester halt stehen. Agumon war auch im Digivice drinne und ist dann auch wieder rausgekommen. Da meinten viele sofort, das ist voll von Pikachu geklaut, das ist ja auch nicht gerne im Pokéball und so. Ja, aber mein Gott, es gibt andere Sachen, die wohl viel auffälliger sind, so an Ähnlichkeiten in irgendwelchen Serien, als das. Agumon ist schließlich frei, er will gerne rumlaufen und so. Ist doch klar, dass er sich nicht in das Digivice sperren lässt, denke ich. Ist klar, ist eine Gewöhnungssache, ne? Pikachu geht da ja gar nicht rein und Agumon ist da ab und an drinne. Nun ja, jedenfalls kommen sie an der Grundschule vorbei, da wurden dann die Streicheltiere, Hasen und was auch immer sie da so haben, die wurden wohl gefressen. Natürlich sind die Grundschüler total außer sich, aber Masaru sagt, er wird das halt also machen und er, also Chika soll das halt ihnen überlassen und so. Ja, und am nächsten, also beziehungsweise am selben Abend, Agumon wurde dann in den Käfig gesperrt, er soll der Köder sein. Das findet Agumon natürlich nicht so toll. Dann taucht auch so ein Junge auf, das ist ja einer der Grundschüler, der hatte die Schnauze voll, sich immer um die Tiere zu kümmern. Und also hinter ihm am Rücken taucht ein Kunemon auf. Der Junge wird indirekt von dem Kunemon beeinflusst, aber seine Emotionen haben auch das Kunemon beeinflusst. Naja, da Masaru den Code nicht mehr kennt, kann er Agumon nicht rausholen, also kommt jetzt Yoshino zum Einsatz und lässt Lalamon digitieren, nachdem Lalamon gegen Kunemon keine Chance hatte. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich weiß, also ich finde die Digitation sah gut aus und ich finde Sonflormon ist auch okay. Ich weiß, dass Lalamon und Sonflormon bei den meisten sehr unbeliebt sind und sehr uncool ankommen und so. Das stimmt ja auch, die sind nicht die coolsten. Ich mag aber beide Lalamon vom Charakter. Optisch ist es jetzt auch nicht so mein Fall. Sonflormon finde ich okay, aber hätte besser aussehen können. Trotzdem eine Frage, was sagt ihr zu den beiden Digimon? Naja, und dann kämpft Sonflormon gegen Kunemon mit einer Attacke. Der Wort im Deutschen dann Sonflor-Sonnenstrahl, einmalig zum Glück genannt, weil das klingt total bescheuert. Hinterher heißt es nur Sonnenstrahl, das ist auch besser so. Weil im Original heißt es auch Sunshine Beam. Ja? Also da macht dann Sonnenstrahl, reicht eigentlich so als Übersetzung, sag ich mal, so indirekt. Ja, Kunemon ist daraufhin dann aber verpuppt, recht schnell muss man sagen, und dann kam da, also es ist verpuppt und digitiert und war dann ein Flymon. Ich finde an der Stelle natürlich gut, dass Kunemon zu Flymon digitiert, weil oft wird es auch so gemacht, dass Kunemon in Medien zu Kuwagamon digitiert, aber man sieht doch das Gesicht von Flymon, das ist genau dasselbe Gesicht wie von Kunemon. Auch diese Verpuppung war ja irgendwie cool mit dem Kokorda, aber mein Gott, nur durch eine Sonnenlichtattacke digitiert es und dann kommt so ein bisschen Puder und Sonflormon und Yoshino können sich nicht mehr bewegen und dann kommt natürlich wieder Masaru zum Einsatz. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich meine, dass er Kokatorimon noch Feuer gehauen hat. Naja, von einem riesen Hahn hätte ich jetzt nicht so Angst wie von einer riesen Biene. Vor allen Dingen, er springt auf Flymon zu und das hat das Maul auf und eigentlich könnte es einfach Haps machen und ihn fressen. Auch wenn es vielleicht cool sein soll, aber es ist übertrieben, eindeutig. Nicht, dass Flymon besonders stark wäre, aber der Sprung und dass er keine Angst hat, das dann schon irgendwo. Naja, daraufhin kriegt er den Digisoul. Vorher hatte er auch probiert, dass Agumon digitiert, aber er hat selbst gesagt, er hat dieses brennende Gefühl nicht in der Hand. Lässt Agumon wieder digitieren. Klar, Geo Greymon kann das Puder wegstecken, weil, wegen der Haut wohl, keine Ahnung, und kann Flymon halt besiegen wegen Feuer. Das ist logisch, aber dass er das Puder wegsteckt und dass er auch in dieser Folge wieder glänzen darf, fand ich ein bisschen dämlich.
Tja, letztlich ging dann alles eben gut aus und dann sieht man eben am Ende der Folge auch schon Toma und Gaomon, wie die mit einem Flugzeug nach Japan fliegen. Und was soll ich zur Folge sagen? Also, ich finde es halt gut, dass wir Lalamon sehen, wie es digitiert, dass wir Sonflamon sehen dürfen und die Attacke zu Gesicht bekommen. Das ist nett. Ich finde auch gut, dass wir auch die Mutter und die Schwester von Masaru kennenlernen. Das ist ebenfalls ganz nett. Hier und da hat man immer mal so ein bisschen Humor. Das ist auch ganz gut. Sonst ist es aber natürlich, könnte man sagen, einfach nur eine Folge so zum Reinkommen und die Charaktere vorstellen. Es ist aber eben wichtig für Masarus Familie und wir erfahren auch, dass der Vater nicht da ist. Also von daher ist es eine nette Folge. Aber was ich schlecht finde, nach wie vor, dass nicht Sonflamon den Kampf besiegt, also gemacht hat, ge also gewonnen hat oder nicht ein bisschen mehr machen konnte, sondern dass es Angeo Greymon wieder ging, der Sieg. Das fand ich ehrlich gesagt blöd. Naja gut, was sagt ihr zu der Folge? Findet ihr sie schlecht? Findet ihr sie okay oder findet ihr sie ganz gut? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare.